Also die Verlaufskontrolle findet einmal im Jahr in Münster statt. Das ist im Grunde genommen sind das standardisierte Untersuchungen, in denen die Entwicklung oder der Fortschritt der Krankheit dann dokumentiert wird. Gleichzeitig mache ich natürlich auch sämtliche sonstigen Befunde dem Fabrikzentrum in Münster zugänglich. Das wird von mir also alles gesammelt und dahin geschickt. Ich bin da täglich in Behandlung bei meinem Nephrologen, inzwischen halt auch durch die Dialyse davor, alle 2 Wochen mit der Infusion. Und habe mich parallel dazu halt informiert über das Thema Fabri und bin auf den Bereich Fabri-Zentren, also Kompetenzzentren, gestoßen. Die Relevanz für uns Patienten der Fabri-Zentren würde ich als sehr hoch einschätzen. Einfach weil die Fachkompetenz bei den lokalen Ärzten, bei Hausärzten, bei Nephrologen nicht vorhanden sein kann, weil es zu speziell ist. In meinem Fall muss ich einmal im Jahr in die Nephrologie, weil ich habe keine Nierenbeteiligung, und halbjährlich gehe ich zu meinen anderen Untersuchungen, sprich Kardiologie, Endokrinologie, ich muss zur Knochendichtemessung und bekomme dann auch dort in Heidelberg meinen Termin für die nächste Vorstellung. Also man muss als Patient schon die Sammlung von Befunden und die Informationen der Ärzte in die eigene Hand nehmen. Sich darauf zu verlassen, dass es automatisch stattfindet, kann man machen, sollte man nicht.